Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Hehehe. Bams, Digga, ey. Voll in sein Gesicht, ey. So, wir gehen jetzt erstmal in Lonzos Kneipe. Und dort werden wir dann... Oh, nee. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Den Dartfall stecke ich ein. Das war einfach zu offensichtlich, als dass man den nicht mitnehmen könnte. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Roter Vorhang. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Natürlich, du bist ja auch... Das Schild gibt's auch. Aha. Du, Lonzo! Ja! Lang nicht gesehen, Lonzo! Stimmt! Irgendwas Neues? Ach, komm schon! Das hier ist Kuva! Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Zum Heulen. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich geh dann mal. Nein, nein! Warte noch! Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Ach ja, hast du das Land so. Oh Mann! Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Was zur Hölle? Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Presso. Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrakel.
aber na gut. Ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Alles klärchen. Also haben wir jetzt... Okay, Wartenummer, Rezept, Schwamm, ein Dartpfeil, ein Schild. So, dann haben wir hier alles, was wir brauchen, beziehungsweise nehmen können fürs Erste. So, gibt's sonst noch was, wo wir... Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Ah, okay, also Papagei haben wir hier. Zur Notfallstation, genau da müssen wir jetzt hin. Genau da wollte ich jetzt hin. So, hier haben wir nichts. Doch, haben wir. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Genau, den brauchen wir jetzt. Das ist das... der Lachgas-Container. Da werde ich mal meine Luftballons ein bisschen aufpumpen. Denke ich mal, ja. Noch ein? Einer reicht vorerst. Okay, haben wir hier Zahnbohrer. Ein Seziermesser. Sonst noch irgendwas hier? Nope. Aber ein Medizinschränkchen müsste doch sein, oder? Eigentlich hier. Hat er doch immer gesagt, hat er doch so ein Medizinschränkchen. Na gut, dann machen wir mal den Hebel, beziehungsweise, ja. Jetzt ist er Polizeifach. Der Polizeifachmann. Zellengitter. Ein Dietrich, da müssen wir aber hin. Ich habe ihn dafür den Notfall deponiert. Verdammt! Das brauchen wir jetzt. Beziehungsweise kann ich mir gut vorstellen, dass wir den brauchen werden. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Wahnsinn. Das hat mehr für Probleme. Wenn das wirklich der letzte Baum ist, dann ist das schon ziemlich krass. Noch eins runter, würde es doch gehen, genau. Ah, da haben wir schon was. Asbestan-Handschuhe. Dann können wir uns noch bestimmt irgendwas anderes linken hier. Die Feuerwehrleiter einfach mal runter. Jumpen. Juhu. Uhuhu. So, dann sind wir hier. Das habe ich. Das finde ich auch toll. Dann haben wir hier den Schwamm. Den machen wir dann damit. Damit machen wir dann die Windschutz. Das allein reicht nicht. Ich brauche auch noch Dingen, Lust und Seife. Ach, Lust und Dingens, ne? Seife hier. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal wieder zum Dorfkern. Jetzt müssen wir mal schauen, wo ich gesprengt habe. Ob das irgendwo was geholfen hat. Gehen wir mal zu... Tonis Hütte? Nee. Andererseits können wir Rufus selber anwählen? Nee, natürlich nicht. Probieren wir es nochmal in Wenzels Haus und schauen uns jetzt erstmal an, was wir da noch machen können. So. Oh, so. Wenzel. Ich bin gespannt. So, hast du hier irgendwas noch? Müsste im Keller müsste eigentlich was passiert sein bei ihm.
Da müsste eigentlich was passiert sein. Ist aber nicht. Ist aber nicht. Nenn mich mein Brillanter. Dein Brillanter hat dich nicht getäuscht. Da hast du recht, Rufus Lane. Ah. Jetzt Seife bekommen wir. Weiß ich nicht woher. Wir können auf jeden Fall die Notfallstation hier benutzen. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Na toll, Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Ja, probierst du nur später nochmal. Währenddessen gehst du nochmal kurz heim. Und checkst mal was aus, Rufus Lane. So, wir werden hier auf jeden Fall noch Chili-Schote, die brauchen wir jetzt nicht. Andererseits probieren wir es mal mit der Klingel. Gut, da können wir auch nichts mit anfangen. Gehen wir einfach rein ins Häuschen. So, da haben wir die Spüle. Was für eine Plörre. Kann man das nicht so machen? Hier, zack. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Atoni hatte. Geh einfach nach oben, Kumpel. Toni sagt, das ist einfach dabei, warte. Oh. So, nee, da ist nix. Haben wir vielleicht da noch was gehabt? Nee, die sind drei. Das sieht doch verdächtig aus. Nee. Da haben wir leider auch nichts mehr. So, dann müssen wir halt gehen. Ich dachte, hier kriegen wir vielleicht irgendwo Seife her. Autsch! Das ist ja heiß. Was du nicht sagst, Kompagnon. Dann braucht man hier wohl wirklich nichts. Schade. Ich habe mir mehr erhofft. So, dann gehen wir mal zum Dorfkern und probieren es einfach mal beim ja, wo probieren wir es denn eigentlich? Wir müssten eigentlich das ich weiß es gerade gar nicht, wieso wir was wir eigentlich ausprobieren müssten. Irgendwas müsste hier explodieren auf jeden Fall. Aber was kann ich euch leider nicht sagen. So, Rathauslein. Wir werden jetzt einfach mal den Professor Gizmo. Haben wir denn überhaupt was davon bis jetzt? Von unserem Rezept? Nee, irgendwie nicht so. Nicht ganz. Also wir haben eigentlich gar nichts. Kein Grund für Übertrieb. Ich weiß was. Können wir nichts machen, irgendwie. Die Werbung versucht mich mit sublimen Botschaften dazu zu bringen, diesen Gegenstand mit ihr zu benutzen. Muss widerstehen. Okay, dann nicht. Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Ich meine, es ist eine Kuh und sie trinkt Bier. Ah. Plörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Mach von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. Ja, so, ja. Und jetzt ein Steak. Bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Das bin ich auch. Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Asbesthandschuhe. Gizmo ist so ein Weichei. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Nummer 6. Das erinnert mich an Leck. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. Ja. Der Clown unter die Narkose gasen.
Clowns. Okay. Wasser. Belebende Flüssigkeit. Energiereiches Wasser. Klares Wasser. Besonderes Aufputschend. Heiße Bohnen. Schwarzes Pulver. Kaffeepulver. Aha. So, probieren wir es mal. Nochmal zum Bürgermeister zu, zum Dingensen hier zu gehen. An meinen besten Tagen wechselt. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Ja. Da hat er keinen Bock mehr. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich möchte einen Notfall. Ich will einen Ich höre. Diebstahl. Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutz... Sie haben eine eigene Brand... Ja, die wurde... Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Ich empfehle also... Doch... Aus deinem Mund... Danke fürs... Nichts, wirklich... Irgendwie... Doch, wir haben was richtig Aufputschendes. Ihr erinnert euch vielleicht... Kann man da noch rein? Nee. Ihr erinnert euch vielleicht an... Was sagt ihr dazu? Zu dieser Chilischote hier? Ja? Jetzt kommen die Asbetan-Handschuhe hinzu. Zack! Jetzt haben wir die Chilischote. Diese bringt uns... Also zumindest haben wir jetzt... Eins. In Tonis Laden können wir diese Chilischote jetzt, glaube ich, malen. Sollte es so sein. Eine ganze Chilischote. Und fehlen noch 2 Zutaten. Kurbeln. Fehlen noch 2 Zutaten. Es fehlen noch 2 Zutaten. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Okay. Gewichte, was man halt so... Okay. Von wegen Arbeit, das kann ich... Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Ich muss weg. Das sage ich schon, aber du... Okay, also die will uns auch nicht helfen. Knifflig. Probieren wir es nochmal. Irgendwas müssen wir ja sprengen. Bam, 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 bam. Probieren wir es mal damit. Oha, da
Das Sprengsignal. Achtung! Sprengung! Seien wir mal schnell. Dann erkennen wir vielleicht auch irgendwas mal. Wir sehen so oder so nichts hier. Das ist scheiße. Kann man da nicht irgendwas reinlegen? Okay, das war also auch nicht gerade das Klügste vom Klügsten. Da ist unser Luftballon jetzt weggeflogen. Na gut, meine Freunde, aber ich beende einfach mal den Part für heute. Beziehungsweise die Aufnahmesession. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit bis dahin. Chosen, euer Brandy.